Was ist das? Ew. Das hat jetzt gerade richtig komische Sachen hier gemacht. Creepy, Leute. Das sind wahrscheinlich Geister. Das habe ich überhaupt einfach nicht erwartet. Boah, nee, das ist das erste Mal, wo ich wirklich Angst habe. Hey Leute, was geht? Katja hier bei Schwibbe Apps und Games und Leute, wir sind heute wieder in Brookhaven. Wir sind heute in Brookhaven und wir sind hier nicht einfach so. Wir werden hier ein bisschen, also wir werden hier kein Hide and Seek spielen oder noch irgendwas anderes. Wir werden hier heute Update angucken. Also es gibt ein neues Update und das Ding ist schon ein bisschen älter. Ein bisschen älter ist halt so ein paar Tage alt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, das anzugucken, deswegen das tue ich jetzt. Und das merkt man, also ich bin gerade in einem Private Server, also damit uns keiner hier stören kann, auf jeden Fall. Und wir sehen hier gerade in dem Hauptbild, dass es ein Update gibt. Es gibt New Town Hall, also quasi ein Rathaus. New Mayor's Office, Courtroom, Office Buildings, etc. Ich bin aus England. Nein. Also es gibt, das Ding ist, es gibt ein neues Büro für den Bürgermeister. Entweder für den neuen Bürgermeister oder einfach nur für den Bürgermeister. Also das Ding ist, in Brookhaven gab es auch schon ein Bürgermeisterbüro, was gerade nicht mehr da ist. Ich zeige es euch auch gleich. Es gibt ein Gerichtssaal, es gibt dann noch mehr Office-Buildings, also noch mehr so Büros, andere Büros und so. Es gibt 3 neue Gegenstände, die man anscheinend benutzen kann. Es gibt ein Student-Driver-Vehicle, also ein Autoschule-Auto. Ja, genau. Und andere Updates, so für, ja, so Sachen. Das andere eigentlich nicht egal. Also nicht egal. Das andere ist nicht unbedingt das, was wir uns angucken müssten. Das Ding ist, Leute. Hier war ja früher, soweit ich das weiß, hier war der Bürgermeister-Office. Jetzt ist hier total komplett was anderes. Also ich finde es richtig cool. Es gibt hier einen Party-Planner. Alles in pink. Sehr schön. Kann man sehr gut vielleicht für irgendwelche Stories benutzen. Werden wir 100% machen. Es gibt eine Modeling Agency, also hier kann man ein Model werden. Das ist bestimmt was für René oder Claudio. Nicht für mich, aber für René oder Claudio, die sind hier die Models. Und wir haben hier ein Law Office. Leute, ihr müsst wissen, es ist gerade früh am Morgen. Und ich weiß nicht, was sehr viele neue Sachen heißen. Anwalt Office. Vor allem Anwalt. Ach, das passiert einfach nur mir so oft. Das passiert mir so oft, Leute. Aber auf jeden Fall, hier kann ein Anwalt arbeiten. Und ja, Leute, es gibt einen Job. Es gibt 2 neue Jobs, glaube ich. Es gibt einen Anwalt und einen Judge. Warum ist hier ein G so richtig groß geschrieben? So Judge. Also ein Richter. Boah, Leute, früher Morgen hier. Ja, genau, auf jeden Fall gibt es hier kein Office, also kein Bürgermeister-Office mehr. Und zwar, wir haben hier ein Rathaus. Hier steht ein Rathaus. Also das Ding ist, was stand hier vorher? Meine Frage ist gerade wirklich, was war hier? War hier irgendwas? Also eine Feuerstation? Ach stimmt, war hier nicht ein Autokaufhaus? Ach krass, und das ist jetzt nicht mehr da. Es ist aber wirklich krass, wie einfach nur so viele Sachen hier einfach nur sich ständig ändern in Brookhaven. Das ist wirklich mega und mega. Also Leute, ich würde jetzt auf jeden Fall, es wird ein bisschen dunkler. Ich würde hier auf jeden Fall ein bisschen heller einstellen, damit wir alles sehen wissen werden. Sehen werden. Wir werden sehen. Oh. Alles klar. Es gibt auf jeden Fall 3. Also das Ding ist, ich sage es erstmal. Wir haben hier ein Auto. Ein neues Auto. Und zwar Autoschule. Auto. Also quasi eine Autoschule. Ich möchte hier fahren. Ich bin hier der Autoexpertin hier. Student Driver. Das Ding ist, man kann hier auch was Schönes hinschreiben. Man kann hier hinschreiben, Autoschule. Autoschule. Es geht nicht. Könnt ihr das Auto? Oder Pizzalieferung.
wunderschön. Also das Ding ist, man kann dieses Auto richtig cool für was anderes benutzen. Also ich finde halt, also zwar cool, Autoschule, nice, aber man kann auch für was anderes machen. Pizza-Lieferung, toll. Okay, alles klar. Und dazu haben wir auch einen Gegenstand. Und zwar Driver's License, also quasi Führerschein. Wir haben hier einen Führerschein. Das Ding ist, man kann es leider halt nicht hier irgendwie ändern. Also quasi nicht sein, eher so bei meinem Gesicht da reinpacken. Das kann ich leider nicht. Aber haben wir auf jeden Fall, ja. Ja, ich glaube, wir haben, das ist auch was Neues, glaube ich, irgendein Ticket. Warum auch immer. Und es gibt 100 Pro noch was Neues, aber das Ding ist, ich glaube, das ist nicht unbedingt relevant. Ja, alles andere. Ach, das Ding. Ich glaube, das ist das Ding. Wird hier angezeigt, was genau das ist? Es ist irgendein Ding. Das Ding ist, es piept und ich weiß nicht, was genau das heißen soll. Es piept hier nicht schneller. Also das Ding ist, ich glaube, man kann hier einfach nur mit sehr vielen Sachen einfach nur hier was finden. Weil das Ding piept. So. Piep, 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 piep. Und ich glaube halt, wenn ich in der Nähe von irgendwas bin, also ich weiß nicht genau was das sein soll, entweder ein Geist oder eine Talsache, weiß ich auch nicht. Aber sehr wahrscheinlich wird es einfach ein bisschen öfter piepen. Und da frage ich mich wirklich, was da passieren wird. Und das Ding ist, okay, Leute, egal. Das ist auch egal. Wir sind hier in dem Town Hall. Also in einem Rathaus. Sieht richtig modern aus. Also ich mag es total. Paranormal Activity. Also ich glaube, das gehört wirklich, ja. Das gehört, ach krass. Dieses Ding gehört dann wirklich zu den paranormalen Sachen. Also quasi sehr wahrscheinlich Geister oder so. Man kann damit sehr wahrscheinlich irgendwelche Geister finden. Hier steht Disturbance reported in Janitor Room at 3 Eyewitnesses reported. Irgendwas hat jemand irgendwann gefunden. Irgendwas Komisches auf jeden Fall. Also irgendwas Komisches im Sinne von irgendwas so Geistermäßiges. Was ist das? Ew. Habe ich gerade irgendwelche... Es hat jetzt gerade richtig komische und... Es hat jetzt gerade richtig komische Sachen hier gemacht. Als ob ich irgendwie so einen Geister rausgeschossen habe oder so. Aber okay, anscheinend ist hier keiner. Boah, das ist richtig creepy, Leute. Das ist richtig creepy. Wir haben hier FBI. Oh, was ist das? Possible Hacker House at Plot 13. Also anscheinend haben wir einen Hacker. 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 Anscheinend haben wir einen Hacker in Haus 13. Haben wir einen Hacker in Haus 13? Jetzt ist da nix. Soll ich mir gleich ein, wo bin ich? Hallo. Ah, da. Soll ich mir gleich ein Haus bauen auf dem Lot 13, damit ich quasi der Hacker bin? Weiß ich jetzt auch nicht. Was ist das eigentlich? Also das geht nicht auf, das ist quasi irgendwas wird auf jeden Fall collected. Also quasi als FBI, hier arbeitet man quasi auch als anderer Hacker. Und hier, das weiß ich ja auch schon, es gibt hier die Brookhaven Most Wanted, also quasi krasse Verbrecher in Brookhaven. Die sind, die meisten glaube ich, richtig creepy. Also es gibt Chief Rotten, ich glaube der sieht aus quasi mehr so wie ein Zombie. Also das ist schon, also Chief vergammelt, Rotten, vielleicht vergammelt, glaube ich, so. Poison Ivy, sieht aus wie ein, irgendwas, also wenn es Poison Ivy ist, dann ist es quasi halt mehr so irgendwas mit so Pflanzen zu tun. Heatwave, anscheinend ein, irgendwann so ein warmes Ding, also so eine Welle, also so eine Heißwelle, heißt das. Queen Cobra, okay, sieht aus wie Bellatrix Lestrange aus Harry Potter, so ein bisschen, mit einem pinken Haut. Sparkplug, was auch immer, und ein Moonstar. Aber Moonstar sieht aus wie ein Alien und das hat gerade, ich möchte nicht unbedingt mehr wissen. Meine Frage ist, ob die wirklich alle bis nach Brookhaven kommen. Und wenn ja, dann, das habe ich wirklich nicht erwartet. Dann wird es richtig krass hier in Brookhaven. Es wird richtig krass hier in Brookhaven. Also, die bringen hier wirklich richtig krasse Updates. Okay, Leute, dann können wir einfach nur mal weitergehen. Es gibt hier einen Tax Collector, also quasi Steuersammler.
Dankeschön. Ich war gerade so richtig. Auf jeden Fall halt ein bisschen mit dem Geld. Ja, hier ist Geld. Ist eigentlich nicht wirklich interessant. Es sind auf jeden Fall im Office von einem so ein Steuertyp. Wo möchte ich wieder hin? Voting Drivers, the License, City, Water and Power and Payments. Also, ich gehe vielleicht jetzt in Payments. Also, achso. Hier kann man für irgendwas bezahlen. Also, please pay. Also, bitte bezahlen Sie für Tickets, Wasser, Gas, Elektrizität, Steuern, Wohnung quasi und Mortgage. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, mein Englisch hat mich einfach nur verlassen. Ups. Ups, Leute. Es gibt hier auch eine Autoschule quasi. Ist es? Ach so, das ist beides. Es ist. Also hier hat man quasi einen Test, was man dann, so eine Autoschultheorie. Sehr schön, sehr praktisch, kann man hier machen. Warum genau hier? Und hier ist quasi ein Raum, wo man für den Bürgermeister abstimmen kann. Ich glaube, für den neuen Bürgermeister. Oh, ich bin jetzt der Kandidat. Die Kandidatin. Ich bin das jetzt. Ich bin fast die Bürgermeisterin von diesem Server hier. Wir haben hier Driver's License. Also, das ist ein Programm für die... Okay, alles klar. Und das hier kann man quasi upvoten, wer der neue Bürgermeister sein wird. Das Ding ist, der Bürgermeister wurde hier entführt, glaube ich, von den Agency. Und es ist schon wirklich krass. Hier ist City Water and Power, also quasi Elektrizität und Wasser. Und ich glaube, hier kann man einfach nur... Kann man hier einfach alles abschalten? Frag mich gerade. Oh. Ich habe gerade Wasser abgeschaltet. Sorry, Leute. Krass. Ich weiß nicht genau, was es bringt. Ich möchte es auch nicht wissen. Ich möchte es auch nicht wissen, Leute. So, wir gehen jetzt wieder einfach nur ganz nach oben. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es hier der Bürgermeister-Dings gibt. Es gibt einen Courtroom. Also einen Gerichtssaal. Cool. Boah, cool. Also, das kann man dann richtig gut für die Storys benutzen. Ich freue mich drauf. Also, es gibt einen Gerichtssaal. Mit einem quasi, ja, hier siehst du halt, ja, eigentlich auch ganz cool, also ganz modern hier alles gestaltet. Also ich finde einfach nur top-notch, es ist alles modern gestaltet, finde ich einfach nur wirklich super. Witness Protection Program. Oh, was ist das denn? Witness Protection Program. Aber das verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt, Leute. Ich verstehe es einfach nur nicht. Oh. Und es gibt ein Bürgermeister-Office. Also, das Büro von Bürgermeister. Brookhaven Mayor. Das Ding ist, es ist keiner hier, was auch Sinn ergibt, da der Mayor entführt wurde. Und ich glaube, das ist quasi, wir müssen hier einfach nochmal abstimmen für den neuen Mayor. Und dann kommt da... Das bin ich. Das bin dann ich. Ich bin die Bürgermeisterin. Ich bin die Bürgermeisterin und ich bin auch okay damit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es mehr noch hier gibt. Es gibt hier so einen kleinen Balkon, finde ich wunderschön. Und ich kann nicht einfach nur Licht ausschalten. Ich möchte es nicht ausschalten. Das Ding, Leute. Ich habe gerade relativ viel Angst. Ich weiß nicht warum. Ich habe richtig krass Angst jetzt gerade bekommen wegen den Geistern. Ich frage mich gerade, ob es hier noch... Also ich habe jetzt gerade das Ding angemacht. Das Beeps-Ding. Und ich versuche gerade hier einfach nur mal... In die ganze Richtung einfach nur mal zu gucken, ob es hier was gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht was gibt bei... Aber dann müsste ich vielleicht in eine andere Richtung fahren. Ich müsste in der Richtung fahren. Es gibt ja dieses Abandoned House. Also das Haus, was... Also verlassenes Haus quasi. Ich frage mich einfach nur, was es da gibt. Oder es kann auch sein, dass es halt gerade noch in Brookhaven nicht vieles gibt. Und dass man einfach nur ein bisschen warten muss. Bis sich da etwas öffnet. Quasi. Weil das Ding ist, passiert gerade nichts. Nö. Es ist keiner da, leider. Ich frag mich aber wirklich, ob es halt... Warum das eigentlich ist und ob wir hier wirklich irgendwelche Aliens haben werden und nicht nur... Und vielleicht irgendwelche Geister. Und die ganzen Verbrecher sehen auch nicht unbedingt schön aus, ehrlich gesagt. Und ich habe richtig krass Angst, was hier alles in Brookhaven passiert. Und ehrlich gesagt, Leute,
Das habe ich überhaupt einfach nur nicht erwartet. Oh. Boah, nee, das ist das erste Mal, wo ich wirklich Angst habe in Brookhaven. Ich weiß nicht, warum das ist. Vielleicht, weil es gerade so richtig dunkel ist. Und das Ding ist, dass ich ja auch alleine hier bin. Auf dem Server. Und irgendwie habe ich richtig krass Angst jetzt bekommen. Das ist so komisch. Das ist echt komisch, Leute. Naja, wie dem auch sei, Leute. Also, falls ihr noch mehr von... Falls ich irgendwas verpasst habe im Brookhaven, falls ihr noch was wisst, was ich wirklich verpasst habe von dem neuen Update, sag's mir gerne Bescheid. Ich versuche mich gerade selber so auf dem richtigen Weg zu machen, so dass ich bin wieder fit. Ich habe keine Angst. Ich habe doch keine Angst. Wer hat doch Angst? Ich mache hier so. Es ist fröhlich. Es passiert nichts. Es gibt keine Geister hier und es gibt keine krassen Verbrecher und es gibt keine Aliens. Es gibt keine Aliens. Nein. Ja, Leute. Also. Gibt es ein neues Haus? Ich möchte der Hacker sein. Ein neues Haus, glaube ich, gibt es nicht. Ich glaube nicht. Ich nehme jetzt einfach nur dieses Haus. Und dann bin ich der Hacker, der unter... Also ich bin der Verdächtige. Den bin ich hier. Nie verdächtig. Und ich hacke hier einfach nur alle Leute und keiner weiß das. Keiner wusste es bisher. Ja, genau, ich bin dann einfach nur... Ich bin der Hacker, Leute. Also, Leute, wie gesagt, falls ich irgendwas verpasst habe und falls ihr irgendwelche noch andere Secrets kennt, die ich einfach nur wissen muss, oder nicht wirklich wissen muss, dann schreibt gerne alles unten in die Kommentare rein. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Das ist eigentlich schade, dass man jetzt hier nicht einfach so ein Unicorn auspacken kann, mit dem man dann da so hochfliegen kann. Da ist alles wirklich jetzt im Eimer. Also gerade war eigentlich schon alles im Eimer und jetzt ist erst recht alles im Eimer. Das sieht ja doch mega krass aus. Und hier ist einfach ein Dino, der rausläuft. Der ist ausgebrochen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Spiel mit mir, Apps und Games mit René. Und Leute, heute schauen wir uns 10 Orte in Brookhaven an oder 10 Styles von Brookhaven, die ihr wahrscheinlich, vielleicht, bestimmt, eventuell noch nicht gekannt habt. Denn in Brookhaven kam ja zuletzt ein neues Update raus, ein ziemlich dickes Update sogar, mit ganz vielen neuen Theme-Packs für Brookhaven, also für die Stadt. Vielleicht kennt ihr das schon, vielleicht noch nicht. Wahrscheinlich manche noch nicht und deswegen schauen wir uns das Ganze heute mal genau an. Denn man kann Brookhaven jetzt einfach neuerdings komplett umgestalten. Wow. Also Brookhaven ist ja eigentlich die ganze Zeit schon so, wie man es kennt, nämlich Brookhaven halt. Und jetzt hat Brookhaven, also der Entwickler, einfach ganz viele neue Karten reingebracht. Also das zeigen wir jetzt das Ganze einfach mal. Wir klicken hier einfach mal drauf. Und dann passiert einfach das. Die ganze Stadt ist auf einmal im Eimer. Oder irgendwo anders. Aber auf jeden Fall sieht es auf jeden Fall nicht mehr so gut aus. Und das ist echt mega krass, weil diese gesamte Stadt, die verändert sich dann einfach direkt. Also man sieht hier einfach mal, die ganze Stadt ist einfach kaputt. Alles ist verrostet. Oder irgendwas anderes. Ist das Schimmel? Ja, das ist Schimmel. Polizeistation, die hat schon mal bessere Tage hinter sich gehabt. Es ist schon krass, hier sind dann auf einmal so Pflanzen. Oder das sind keine Pflanzen, das ist einfach nur Gestrüpp, was aus der Straße kommt. Und das war in der gesamten Stadt. Also das ist dann nicht nur so eine einzelne Straße, sondern einfach jedes Gebäude sieht dann wirklich so komplett heruntergekommen aus. Und das Schöne ist ja, das ist ja nur die erste Karte oder der erste Style, den man aktivieren kann. Auch die Schule sieht halt nicht mehr so gut aus. Ich glaube, das wünschen sich wahrscheinlich manche von aus, dass die Schule so aussehen würde und dann einfach zumacht. So. Aber die Schule hat auf jeden Fall noch offen, dass man sehen kann. Aber es ist wirklich mega krass, wie detailverliebt das auch einfach ist. Das seht ihr ja hier. Es sind einfach in den letzten Ecken von der Schule noch solche Elemente von dem Theme Pack. Und ich will jetzt auch gar nicht weiter das hier angucken. Also will ich schon. Aber vor allem gucken wir uns jetzt die nächsten Theme Packs an. Also nicht mein Charakter, sondern das nächste. Deswegen machen wir hier das mal weg. Das geht auch wirklich nur mit einem Mausklick. Und als nächstes, und da bin ich jetzt besonders gespannt drauf, ist das Zukunftsdesign. Nämlich das hier. Wir klicken einfach mal drauf. Leute, schreibt mal gerne in der Zeit auch in die Kommentare. Kennt ihr das schon? Habt ihr es vielleicht sogar euch schon gekauft? Also das muss man leider kaufen. Aber ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr es schon gesehen habt, entweder bei anderen Videos oder gekauft habt. Und ja, ob ihr das gerade zum ersten Mal seht, weil das würde mich besonders interessieren, weil dann würde das ja bedeuten, dass sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt hat, dass wir uns das hier zusammen anschauen. Und dieses Zukunftsding, das ist ja einfach so mega krass. Sieht vor allem nachts auch so heftig aus, weil dann alles hier einfach leuchtet. Das ist eigentlich schade, dass man jetzt hier nicht einfach so ein Unicorn auspacken kann, mit dem man dann da so hochfliegen kann. Weil am liebsten würde ich jetzt hier einfach so hochfliegen.
Aber das sieht ja doch mega krass aus. Also hier sind jetzt auf einmal ganz viele Hochhäuser. Also so wie man sich die Zukunft halt so ein bisschen vorstellt. Hier ist eine Cola-Werbung. Eigentlich müsste man jetzt hier mit einem Gleiter oder mit dieser Drohne die ganze Zeit hierher fliegen, damit man das mal sehen kann. Aber ich finde es mega, mega krass. Und das Heftige ist auch, vielleicht wusstet ihr das auch noch nicht, man ist ja auf demselben Server mit anderen Leuten und die sehen dann gerade die normale Stadt, weil so die Struktur bleibt dann einfach dieselbe. Also es gibt ja immer noch das Krankenhaus und die Polizei und die Feuerwehrstation. Aber das Design ist dann halt ein ganz anderes, wenn man das aktiviert. Obwohl alle Leute auf demselben Server sind. Wow. Aber wir sind jetzt schon zu lange wieder auf demselben Thema. Wir müssen jetzt weitermachen. Wir haben nämlich das hier auch. Es ist jetzt auch hell geworden und da heißt jetzt Weather Rain Until Noon. Das heißt, alles ist neblig und alles ist violett. Sehen wir hier gerade auch so ein bisschen. Okay, der Regen, der gehört jetzt nicht zum Design, aber das alles ja einfach in violett, das ist auch einfach neu. Ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so krass wie das Zukunftsthema, aber auch irgendwie cool. Also, nimmt man auch gerne mit, ne? Aber wir machen mal weiter. Es gibt noch ganz viel zu entdecken. Deswegen machen wir jetzt weiter mit Brookhaven Racing. Steht da zumindest auf dem Schild. Mal gucken, was da jetzt kommt. Und da kommt als nächstes, ich glaube, sogar wirklich so ein kleines Minispiel. Also, ich habe mir das ganz, ganz kurz vorher mal einmal angeschaut. Aber noch nicht so lange. Aber man hat hier, glaube ich, die Möglichkeit, so ein Rennen zu fahren. Aber jetzt nur die Frage, mit welchem Auto? Soll ich hier einfach ein Auto auspacken? Also hier steht Start und Finish. Ja, wahrscheinlich, oder? Kann ich irgendwo klicken? Oder muss ich jetzt ein Auto auspacken? Wir packen jetzt mal ein Auto aus. Das müssen wir jetzt mal fahren. Da nehmen wir mal das Auto. Okay, los geht's. Jetzt ist die Frage, kann man da einfach diese Strecke entlang fahren? Und vor allem, was passiert dann, wenn wir das tun? Und vor allem, wo muss ich hier lang? Wir können ja hier überall lang. Fahren wir jetzt hier einmal im Kreis? Oder man kann wahrscheinlich verschiedene Strecken fahren. Wahrscheinlich ist grün eine Strecke und orange eine Strecke. Das heißt, es wurden dann einfach so verschiedene Strecken angelegt bei der Karte. Also ich muss sagen, auch cool, aber hier ist die Karte ja sehr ähnlich wie sonst auch. Deswegen ist das jetzt nicht mein absoluter Favorit. Aber, oha, wir fahren jetzt einfach übers Dach, oder? Oder? Ach nee, kann man ja gar nicht. Kann ich ja schlecht gegenfahren. Okay, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Aber wir machen mal weiter, weil sonst schaffen wir es gar nicht, alles anzugucken. Und das wollen wir natürlich nicht. Okay, und als nächstes haben wir hier das hier. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist. Vielleicht so ähnlich wie das Ding, wo alles violett war, nur halt mit rot. Ja, ich glaube tatsächlich. Alle Bäume sind rot. Aha, nicht mehr grün, sondern rot. Auch cool, okay. Aber das müssen wir uns jetzt nicht genau anschauen. Wir haben hier nämlich das. Das ist deutlich cooler, glaube ich zumindest, wenn man nach dem Vorschaubild geht. Denn da ist alles einfach, alles wirklich jetzt im Eimer. Also gerade war eigentlich schon alles im Eimer und jetzt ist erst recht alles im Eimer. Weil, das sehen wir hier, alles brennt. Hier sind einfach Autos, die kaputt gegangen sind. Hier ist ein Panzer, der kaputt gegangen ist und ein Helikopter. Wir können ja mal schauen, ob wir mit dem noch fliegen können. Aber ich bin ja eher skeptisch, Leute. Also wird, glaube ich, schwierig. Oder? Das wird schwierig, ja. Aber mega krass. Sieht, glaube ich, jetzt gerade gar nicht, was ich sehe. Die denkt sich jetzt so, ja, Brookhaven, da ist ja alles in Ordnung. Und ich sehe hier auf einmal, dass gar nichts in Ordnung ist. Hier ist einfach so ein Laster genau in die Polizeistation gefahren. Die ganze Polizeistation brennt. Ah! Und hier ist einfach ein Dino, der hier rausläuft. Der ist ausgebrochen, weil die Polizeistation brennt. Deswegen sind alle Zellen noch aufgegangen. Das kann halt passieren, wenn man einfach Brookhaven in Brand setzt. Schau mal einmal, brennt die Schule? Nee, die Schule steht noch. Da kann immer noch Unterricht gemacht werden. Aber es sieht wirklich auch so aus, als wäre hier auf einmal irgendwas mega krasses abgegangen, wenn hier überall so Fahrzeuge rumstehen und brennen. Also ich muss sagen, das ist eigentlich, auch wenn es natürlich irgendwie eine schlimme Vorstellung ist, dass Brookhaven brennt, eigentlich eine meiner Lieblingskarten. Aber wir machen weiter. Wir haben immer noch viel zu wenig gesehen. Deswegen machen wir das Ganze mal wieder weg und machen als nächstes das hier. Auch wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung habe, was jetzt hier als nächstes kommt. Da ist einfach nur ein Pferd. Also, wir haben es jetzt aktiviert, aber ich sehe jetzt hier bisher noch keine Änderung. Vielleicht müssen wir zum Pferdestall. Kann das sein? Kann das sein? Kann man vielleicht dann Pferderennen reiten? So nennt man das doch, oder? Pferderennen reiten? Wir fahren da einmal ganz kurz hin und schauen mal nach, ob da irgendwas abgeht. Aber ansonsten würde ich auch sagen, dass die Karte wahrscheinlich jetzt nicht so spannend ist. Ich glaube, ich bin zu blöd, um zu sehen, was da die Neuerung ist. Vielleicht gibt es ja einige von euch, die das wissen. Auch das gerne in die Kommentare schreiben, dann bin ich auf jeden Fall schlauer. Und wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir machen jetzt das nächste. Auch da habe ich keine Ahnung, was da jetzt passiert. Wir haben definitiv auch noch nicht alle angeschaut. Also ich habe mir auch vor dem Video noch nicht alle genau angeschaut. Deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt. Deswegen sehe ich jetzt hier auch als erstes, was da kommt. Da ist auf jeden Fall der Brunnen auf dem Vorschaubild. Deswegen fahren wir jetzt auch natürlich auch mal zum Brunnen. Und jetzt ist hier... Also es ist auf jeden Fall alles grün. Ich glaube, das ist die Änderung. Alles ist einfach grün geworden. Also nicht nur die Bäume, die sind sowieso logischerweise schon grün, sondern auch alles andere, die ganzen Häuser und so weiter. Okay, auch cool, muss ich sagen, aber wo einfach nur die Farben anders sind, ist jetzt vielleicht nicht mein absoluter Favorite. Vielleicht aber das nächste, nämlich das hier. Da ist einfach
schon wieder alles in Brand, befürchte ich. Oder? Ja, tatsächlich. Und ich glaube, jetzt ist sogar wirklich alles in Brand. Also wir schauen das ganz mal an. Hier ist die TV-Station in Brand. Hier ist die Drogerie in Brand. Hier ist ja, die Disco ist im Brand. Der Eislade ist im Brand. Leute, nein! Das ist der absolute Worst Case, der hier getreten ist. Der Eislade ist im Brand. Okay. Oh, und Krankenhaus ist auch im Brand. Nicht gut. Schule ist nicht in Brand. Die ist unzerstörbar, die Schule in Brookhaven. Also Schule ist immer, egal was passiert. Da kann ich auch wirklich die ganze Stadt abbrennen. Aber Schule geht weiter. Okay, hier haben wir die Post auch im Brand. Also es ist wirklich alles im Brand. Und das ist echt mega krass. Wir haben das ja auch schon einmal für ein Video benutzt. Vielleicht habt ihr es ja gesehen, wo wir Anfang und Ende von Brookhaven dargestellt haben. Quasi Geburt bis Tod von der Stadt Brookhaven. Falls ihr das nicht gesehen habt, schaut da gerne nochmal rein. Aber ich finde, das ist wirklich eins der krassesten Karten bisher. Aber wir gehen nochmal weiter. Wir schauen nochmal an, denn wir haben hier noch eins, das sieht so ein bisschen aus nach Helikopterrennen, tatsächlich. Hier ist jetzt einfach die ganze Luft voller Ziele, wahrscheinlich mit einem Helikopter. Also wahrscheinlich muss man mit einem Helikopter da durch. Aber die Frage ist nur, mit welchem Helikopter? Weil man hat ja hier bei den Autos keinen Helikopter am Start, auch bei den Premium-Dingern keinen. Dann ist nur die Frage, muss man sich dann einen klauen bei der Polizeistation? Und da ist ja gerade auch keiner. Also man merkt irgendwie, bin ich da noch nicht ganz hintergekommen, was es mit diesen Rennen auf sich hat. Aber auch da, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich da irgendwas übersehen habe. Wahrscheinlich war ich nur zu blöd, um jetzt gerade zu sehen, was es eigentlich auf sich hat mit diesem Rennen. Aber solange wir das noch nicht wissen, machen wir mal weiter mit der letzten Karte. Ich könnte mir vorstellen, dass auch da dann vor allem die Farbe verändert wird. Also auf jeden Fall ist der Himmel jetzt erstmal blau. Das ist schon mal schöner. Schon mal schöner, als es geregnet hat und die Stadt in Brand war. Von der Regen, der hat ja nicht mehr das Feuer gelöscht von der Karte. So, und jetzt hier ist hier auf jeden Fall die ganze Stadt in beige gehalten. Tatsächlich. Also, aber wirklich auch da wieder alles in beige. Genau wie bei den anderen Karten mit der jeweiligen Farbe. Also beispielsweise violett oder grün. Jetzt ist hier nicht nur der Baum in beige, sondern auch jedes Dach. Und jede Wand in den Innereinrichtungen. Hier und hier dieses, das auch. Also quasi alles. Und das war jetzt das Letzte. Aber man sieht auf jeden Fall, dass da noch Slots frei sind für die nächsten Designs. Das heißt, da kommt offenbar noch was. Und das ist natürlich mega geil. Das heißt, da können wir davon ausgehen, dass vielleicht noch was kommt. Jetzt ist die Frage, was würden wir uns noch so wünschen für Brookhaven? Vielleicht Brookhaven unter Wasser? Also will ich natürlich nicht, Leute, nicht falsch verstehen. Aber wäre natürlich schon irgendwie eine coole Vorstellung. Und vor allem würde es einfach cool aussehen, wenn hier alles unter Wasser wäre. Oder Brookhaven einfach vollgeschneit. Also man kann es natürlich schneien lassen in Brookhaven. Aber dass hier alles vollgeschneit ist, also wirklich meterhoher Schnee, das wäre natürlich auch cool. Oder Brookhaven einfach so komplett platt gemacht, dass es kaum Gebäude gibt, nur ganz wenige Gebäude. Quasi genau das Gegenteil von der Zukunft. Also vielleicht so der Anfang, als Brookhaven gebaut wurde. Ich glaube, wir schauen uns jetzt nochmal zum Abschluss das von der Zukunft an, weil das natürlich eins der absoluten Highlights ist. Und ich muss sagen, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr euch wünscht oder was ihr von dem bisherigen Paket am besten gefunden habt. Ich glaube, mein Favorit ist hier gerade. Aber schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn wir noch mehr solche Videos machen sollen, würde mich sehr interessieren. Lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Ist diese Bücherei hier. Also gar nicht so sehr wegen der Bücher, sondern weil es hier gleich zwei oder eigentlich gleich drei Hide-and-Seek-Spots gibt. Also ganz ehrlich, Leute, wenn man dann da auch noch reingeht, dann wird euch niemand finden. Dann müsst ihr 3 Jahre warten, bis euch mal jemand gefunden hat. Jetzt können wir nämlich hier auch einmal reinzoomen. Und da ist einfach ein Foto. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Vielleicht ist das der Gründer von Brookhaven. Willkommen zum neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games, und zu einem weiteren Video, wo wir uns ganz viele Brookhaven Secrets anschauen, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt. Ich hoffe es natürlich sehr. Und ich kann euch eine Sache versprechen. Wir werden heute vor allem eine Spezialausgabe machen, wo wir ganz viele krasse Spots zum Verstecken machen. Also wenn ihr irgendwann mal Hide and Seek spielt mit euren Freunden in Brookhaven, kann ich übrigens sehr empfehlen, macht mega Spaß, das kennt ihr ja von uns auf unserem Kanal auch schon, dann werdet ihr hier nach diesem Video auf jeden Fall die besten Spots kennen zum Verstecken. Aber ich sag vorher eine Sache, die Spots sind wirklich unfair. Also das ist schon ein bisschen unfair, wenn man die benutzt, aber ganz ehrlich, man will ja halt gewinnen bei Hide and Seek, ne? Deswegen zeigen wir die auch. Ja. Und der erste Spot ist in diesem Haus. Das kennt ihr vielleicht auch schon. Vor allem die natürlich, die das Häuser-Premium-Paket gekauft haben. Aber wenn ihr das nicht habt, ist auch nicht schlimm, weil dann seht ihr es jetzt gerade hier in diesem Video. Also das Haus, finde ich, ist sowieso ganz cool. Ich meine, das hat einen Pool, das hat ganz viele Spielautomaten, ist alles cool. Aber noch viel cooler ist diese Bücherei hier. Also gar nicht so sehr wegen der Bücher, sondern weil es hier gleich zwei, oder eigentlich gleich drei, Hide-and-Seek-Spots gibt. Nämlich einmal kann man sich hier drin verstecken, also genau genommen hier. Man steht da eigentlich nur drin. Aber ganz ehrlich, Leute, man sieht einen doch schon nicht mehr. Und niemand würde auf die Idee kommen, sich hier zu verstecken, wenn man beispielsweise hier in diesem Raum, in diesem Haus ein Hide and Seek spielt. Aber das war noch nicht mal das krasseste Versteck. Denn das krasseste Versteck wartet, wenn wir hier mal hinten links in die Ecke des Raumes gehen. Und dann haben wir hier einen Knopf, und zwar hier, das erkennt man so gut hier dran. Und
Ja, einfach das Regal auf. Ah, jetzt geht's wieder zu. Also, ganz schnell hier durch. Und ihr seht, wenn es hier wieder zugeht, dann ist man einfach komplett versteckt. Also, dann ist gar nichts mehr. Dann findet man dich einfach nicht mehr so. Das bedeutet, das ist eigentlich schon echt das krasseste Hide-and-Seek-Versteck. Man kann hiermit übrigens auch wieder nach draußen. Ist ja vielleicht auch ganz praktisch. Aber wir gehen mal nach unten. Denn da unten wartet auf uns ein ganz geheimer Raum, wo ich auch echt keine Ahnung habe, was die Bedeutung von diesem Raum ist. Hier ist ein Buch. Aber abgesehen davon ist hier irgendwie nichts. Hier ist noch so eine Skulptur. Aber das war's dann auch schon. Aber das war's noch nicht. Denn es gibt in diesem Raum noch ein weiteres Secret. Ein Secret in einem Secret. Denn, Leute, bei diesem Raum hier müsst ihr einfach nur, um in diesen weiteren geheimen Raum reinzukommen, einen Laptop auspacken. Und den benutzen wir jetzt auch. Denn es muss für das nächste Secret einmal das Laptop in die Hand genommen werden. Dann setzen wir uns hier rein, in jeden Stuhl einmal schon. Da färbt sich dann auch schon das Laptop. Und dann ist hier oben ein Knopf. Den drücken wir einmal. Und dann kann man sich, wenn man hier hinten rechts geht, durch diese Lücke gehen. Also ganz ehrlich, Leute, wenn man dann da auch noch reingeht, dann wird euch niemand finden. Dann müsst ihr 3 Jahre warten, bis euch mal jemand gefunden hat, weil da ist einfach keine Person, also da kann einfach keine Person drauf kommen, dass man hier versteckt ist. Und wir gehen mal weiter, denn hier wird es auf einmal ganz, ganz dunkel. Denn der nächste Raum ist hier. Hier steht auf einmal, ich wusste am Anfang nicht die Wahrheit, sie sind gekommen, als ich ein Kind war. Auch ein bisschen creepy, muss ich sagen, aber ist schon auf jeden Fall ein krasses Versteck. Wir checken das noch hier einmal ab, ob hier irgendwas ist. Man kann hier noch den Laptop anklicken, da kommt so ein komisches Geräusch. Ich hoffe, es bleibt nur bei dem Geräusch. Aber ansonsten ist das einfach nur ein Raum, ja, der offenbar dafür da ist, sich einfach mega gut verstecken zu können. Und das waren die Secrets schon in diesem Haus. Und wir machen natürlich noch ganz viele weitere Secrets und sehen uns gleich. Okay, und das nächste Secret ist nämlich hier in der Kirche. Deswegen haben wir das jetzt auch mal übersprungen, weil die Kirche ist auf der anderen Seite. Also dauert ein bisschen länger, bis man mal hier ist. Aber jetzt sind wir endlich da. Und in der Kirche gibt es sicherlich auch ein paar Secrets, weil eine Kirche hat ja irgendwie automatisch auch schon so ein paar special Sachen. Zum Beispiel, dass es hier einfach so krass leuchtet. Aber das ist ja obvious. Aber ein Secret ist so ein bisschen geheimer. Und dafür müssen wir uns einmal hinlegen. Nämlich so. So, und jetzt liegen wir hier drin. Machen wir natürlich nur einmal ganz kurz, um das Secret anzuschauen. Jetzt können wir nämlich hier auch einmal reinzoomen. Und da ist einfach ein Foto. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Vielleicht ist das der Gründer von Brookhaven. Da sind auf jeden Fall noch Kutschen und Pferde. Also ist das auf jeden Fall ganz lange her. Also man weiß auf jeden Fall, dass Brookhaven schon im Mittelalter wahrscheinlich existiert hat. Und das ist das nächste Secret. Und auch nicht das letzte. Denn für das nächste Secret müssen wir einmal in die Schule. Deswegen sehen wir es gleich wieder. So, Leute. Ich habe es euch ja gesagt. Heute machen wir ein kleines Special mit mega guten Verstecken, wo man sich verstecken kann. Das hier kennen vielleicht manche von euch schon. Aber wir zeigen es natürlich trotzdem. Also, man muss eigentlich nur Student sein, damit man diesen Trick auch machen kann. Also, das kann man ja vor dem Eingang in der Schule machen. Und bei diesem Trick muss man einmal hier draufklicken. So, dann öffnet sich das. Da ist jetzt auch unser schönes Gesicht davor. Und dann kann man sich hier verstecken. Dafür muss man sich jetzt einmal ein bisschen kleiner machen. Das kann man ja hier machen. Also einmal so. Und dann kann man sich hier drin verstecken. Den Spind zumachen. Und dann sieht man auch einfach gar nichts mehr von uns. Außer natürlich unser Gesicht, was davor ist. Aber beim Hide and Seek kann das vielleicht manchen Leuten auch irgendwie nicht direkt auffallen. Deswegen finde ich das Versteck immer noch ziemlich gut. Und jetzt gehen wir mal wieder raus. Denn es kommt schon das nächste Secret. Und das nächste Secret oder die nächsten Secrets, es gibt nämlich genau genommen 3, sind hier im Flughafen integriert. Und dafür gehen wir einfach mal rein. Also beim Flughafen weiß man ja, man sollte keine Sachen dabei tragen, die man nicht mit reinnehmen sollte. Und wenn wir jetzt hier mal zum Beispiel, vielleicht ist das eine Nerfgun, keine Ahnung. Sagen wir mal, ist das eine Nerfgun mit reinnehmen, dann passiert nämlich das. Es wurde sogar am Flughafen entdeckt. Also finde ich mega krass, dass Brookhaven das erkennen kann. Das ist aber nur ein kleines Secret, denn die wahren Secrets kommen jetzt. Und zwar müssen wir dafür einmal ins Flugzeug reingehen. Und wir haben ja gesagt, es geht vor allem um Secrets, wo man sich gut verstecken kann. Und dafür muss man einfach hier einmal auf die Toilette. Das ist eigentlich schon ein gutes Versteck. Aber erst recht wird es nochmal gut, wenn man hier durch die Wand durchgeht. Nämlich hier. Dafür muss man sich einmal wieder so ein bisschen hier so reingletschen. Aber selbst mit der maximalen Körpergröße, die wir gerade haben, kann man sich hier einfach perfekt verstecken. Man kann zwar nicht mehr weitergehen, das ist ein bisschen schade. Aber ganz ehrlich, Leute, also das Versteck ist schon, ist ehrenlos. Das Versteck ist einfach gut. Aber wir gehen mal wieder raus, weil mehr gibt es hier nicht zu sehen. Aber es gibt mehr zu sehen, wenn wir nochmal ins Cockpit gehen von dem Flugzeug. Dürfen wir ja eigentlich nicht hin, wenn wir kein Pilot sind. Aber ganz ehrlich, Leute, dieser Emergency-Knopf, der lacht uns so an, den muss man einfach mal drücken. Den drücken wir jetzt einfach mal. Flugzeugnotfall ausgelöst. Es kommt auch schon so ein Alarmsignal. Und da ist jetzt die Frage, was können wir jetzt machen, wenn so ein Notfall ist? Ich würde sagen, wir klicken mal auf diesen Fallschirm. Der Knopf, der ist nämlich dann da, wenn man den Emergency-Knopf gedrückt hat. Das heißt, wir drücken hier einfach mal drauf und gucken, was passiert. Ah! Ja, man ist jetzt auf einmal in der Luft und kann zum Glück den Fallschirm ziehen. Deswegen können wir zum Glück auch ganz normal landen. Aber ich finde auch, das ist mega krass, weil es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, wie man in Brookhaven so weit in die Luft kommt. Und die Möglichkeit ist auf jeden Fall gut. Also man kann natürlich auch dieses Jump-Pad hier benutzen.
Aber damit ist man meistens noch nicht so hoch, wie wenn man dann in das Flugzeug reingeht. Das heißt, das ist das nächste Secret gewesen. Und das, was danach kommt, kommt jetzt. So, und das nächste Secret, das hat uns nochmal zur Kirche verschlagen. Da waren wir gerade schon einmal und haben das erste gezeigt. Aber das zweite Secret ist eigentlich noch viel krasser. Und dafür müssen wir einmal auch aufs Dach drauf. Das ist natürlich immer nicht ganz so einfach. Da kann man entweder mit dem Helikopter drauf oder mit dem Secret, das wir gerade gesehen haben, nämlich am Flughafen. Hauptsache, ihr seid auf dem Dach drauf, denn auf dem Dach wartet dieser Knopf auf euch. Aber Leute, eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Bevor wir diesen Button drücken können, müssen wir hier diesen Glitzerstreifen ausrüsten. Das ist ja nochmal ein eigenes Secret in Brookhaven. Da können wir gerne auch nochmal ein Video zu machen, wo es den überall gibt. Auf jeden Fall muss man den ausgerüstet haben oder im Inventar haben, damit man den hier drücken kann. Und dann gehen wir einmal nach unten, gehen hier rein. Und auf einmal ist hier ein Button aufgetreten. Und den drücken wir auch mal. Und dann sind wir auf einmal hier gelandet. Wir sind auf einmal hier auf dem Dach drauf. Und da kommt man echt nur relativ schwer hin. Also ich glaube, da gibt es wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige Möglichkeiten, wie man hier überhaupt auf das Dach drauf kommt. Und wir zeigen jetzt hier schon mal im Video, wie man auch diesen Glitzer kriegt, weil das ist ja schon praktisch, dass man auch den dann auch direkt dabei hat. Denn das Ganze ist auch nochmal ein eigenes Secret. Denn in dem Fall müssen wir einmal dieses Haus hier ausrüsten. Wir zeigen einmal kurz, welches es ist. Das ist nämlich auch aus dem Paket von allen Häusern. Nämlich das hier ist das. Und da müssen wir einmal reingehen, ganz nach oben gehen. Und dann sind wir hier im Flur, der eigentlich relativ unscheinbar ist. Aber es gibt hier die Möglichkeit, so eine kleine Treppe aufzumachen. So, jetzt wird die wieder nach oben. So, da gehen wir einmal, da springen wir einmal drauf. Und dann sind wir hier auf einmal auf dem Dach von dem Haus. Und wenn wir uns dann hier so ein bisschen umschauen, finden wir auch den Glitzer. Der ist nämlich hier. Den kann man hier auch ausrüsten. Außerdem gibt es hier noch so ein paar andere Sachen. Hier ist nämlich so ein Safe, da ist Geld drin. Das nehmen wir jetzt auch mal mit. Ist ja unser Geld, ist ja unser Haus. Das kann ich ruhig mitnehmen. Aber auf jeden Fall ist das auch ein ganz cooles Secret. Und ganz ehrlich, Leute, eigentlich ist das sowieso das mit Abstand beste Versteck, um sich zu verstecken. Also wenn ihr mal Hide and Seek spielt und dabei euch in diesem Haus verstecken möchtet, dann ist das, glaube ich, das beste Versteck überhaupt. Und da wird euch keiner finden. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat, dass ihr die ganzen Secrets, die wir heute mal so ein bisschen angeguckt haben, dass ihr die vielleicht noch nicht kanntet oder zumindest ein paar davon noch nicht kanntet, weil dann hat sich das definitiv gelohnt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Secret ihr am krassesten fandet und welche ihr vielleicht auch schon kanntet. Und dann würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Aber Leute, wenn ihr diese Verstecke bei euren Freunden benutzt, die sind schon ehrenlos. Die sind schon wirklich ganz, ganz schlimm. Ich sag dir mal, dass ich mich im Flugzeug versteckt habe. Auf der Toilette vielleicht? Nee, auf der Toilette bist du auch nicht. Okay. Doch, bin ich schon. Wo denn? Ja. Ja, jetzt, perfekt. Ja, doch. Schaut mal, Freunde. Ihr seht jetzt mal gar nichts mehr. Richtig gut. Komm, ganz ehrlich, Leute. Also, wenn ihr einfach nur gewinnen wollt in Hide and Seek, dann sind eventuell diese Verstecke, glaube ich, die besten. Hey, Leute! Was geht? Falls du geredet hast, ich höre dich halt nicht. Oh, ich war mal wieder ein bisschen zu laut. Ja. René hier mit Claudio. Und wir sind wieder in Brookhaven und wir zeigen euch die ehrenlosesten und besten und fiesesten Verstecke, die man heute in Brookhaven in Hide and Seek so benutzen kann. Naja, ich glaube, ehrenlos beschreibt er schon ganz gut, René. Da hast du schon was Richtiges gesagt. Wir sagen schon mal vorneweg, das werden jetzt keine Verstecke sein, die jetzt einfach nur gut sind, beispielsweise hinter irgendeinem Karton oder so. Die werden wirklich einfach nur dreckig sein. Die werden richtig schlimm sein. Ich weiß ja nicht, wer von euch zum Beispiel auch ab und zu Brookhaven Hide and Seek spielt, wie wir ja ab und zu auch immer, weil macht einfach mega Bock. Aber Leute, wenn ihr diese Verstecke bei euren Freunden benutzt, wir sagen euch vorneweg, wir zeigen die jetzt, aber die sind schon ehrenlos. Die sind schon wirklich ganz, ganz schlimm. Ich würde sagen, wir zeigen die immer abwechselnd, unsere besten Verstecke. Okay, ja super, dann fang du mal an. Ja, okay, ich fange mal an und dafür musst du einmal mitkommen zum Flughafen. Ach, soll ich mitkommen? Ich kann ja zuschauen einfach. Ja, aber du musst ja mitkommen. Ja, ich komm mit, komm, weißt du was, ich komm mit. Will er da einfach stehen bleiben, will er die sich einfach auf die faule Haut legen? Komm mal mit, weißt du was, wir machen das jetzt mal so. Ja. Ich sag dir mal, dass ich mich im Flugzeug versteckt habe. Und dann gucken wir mal, dann machen wir auch mal direkt den Test, ob du mich findest. Ja, ich sehe dich ja von hier, also ich sehe ja gerade, wo du hinläufst. Dann such mich mal. So, okay. Soll ich jetzt suchen? Ja, such mich mal. Hier scheinst du nicht zu sein. Auf der Toilette vielleicht? Nee, auf der Toilette bist du auch nicht. Okay. Doch, bin ich schon. Wo denn? Ja, komm mal mit. Ja. Man nämlich hier nicht auf der Toilette am Sitzen, sondern das ist das erste Versteck. Man kann sich hier in die Wand reinglitschen. Lol, das stimmt. Das ist aber ehrenlos.
Ja, das habe ich auch angekündigt. Die Verstecke, die sind hier wirklich ehrenlos. Wow, okay, der war richtig gut. Der war richtig, richtig stark. So, weißt du was, da komm ich einfach zu meinem tatsächlichen Glitch. Oder meiner ist kein richtiger Glitch. Meiner ist eigentlich, meinen kennt tatsächlich auch schon viele. Aber ich würde trotzdem gerne präsentieren, falls die Leute den noch nicht kennen. Generell sagen wir natürlich, manche von euch kennt ihr schon, aber manche vielleicht auch nicht. Deswegen zeigen wir einfach alles. Ja, schaut mal, Freunde, wir müssen auch gar nicht weit gehen, weil hier ist ein Baum. Und ganz einfach, ihr müsst euch ganz klein machen und einfach in den Baum gehen. Weil schaut mal, René würde man jetzt noch sehen, aber mich sieht man gar nicht mehr. Ja, wobei, mich sieht man gerade auch fast so, ja, so ziemlich gar nicht mehr aus seiner Hand. Ja, stimmt. Ja, auch das Versteck ist ehrenlos. Weil ganz ehrlich, es gibt auch einfach viel zu viele Bäume in Brookhaven, als dass man das dann wirklich auch noch sehen kann. Ja. Weil man muss ja auch wirklich dann da noch so ganz genau reinscrollen. Also das Versteck, muss ich auch sagen, ist... Auch schon ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen, ja. Okay, nächstes Versteck. Auch dafür müssen wir gar nicht so weit gehen. Das nächste Versteck ist nämlich hier im Diner. Da kommen wir mal mit. Dafür muss ich mich jetzt auch mal ganz klein machen. Jetzt bin ich gespannt. So, dafür springen wir einmal hier drauf. Und hier... Hier im Speiseöl kann man sich schon verstecken. Ist ein bisschen zu warm. Also das ist schon eigentlich ein ganz gutes Versteck. Aber wo man gar nichts mehr sieht, ist nämlich, wenn wir hier reingehen, in den Kühlschrank. Wow, okay, das ist richtig krass. Ich glaube, die linke Tür kann man gar nicht aufmachen. Versuch die mal aufzumachen. Nee, kriegen wir nicht auf. Krass. Dann müsste man schon in den Kühlschrank reingehen und dann nochmal ganz nah ranzoomen. Also das Versteck auch, Leute. Aber René, weißt du was, das ist mal hier bleiben. Hier gibt's ja, also wir können hier bleiben, hier gibt's doch ein Versteck. Und zwar geht ihr hier rein und ihr legt euch einfach hin. Ja. Lay down da, genau. Hinlegen und jetzt einfach sich... Ja, dann sind wir einfach beide weg. Da kann man sich sogar zu zweit verstecken. Ja, bei mir geht's gerade nicht so... Oh. Ja, jetzt. Perfekt. Ja, doch. Schaut mal, Freunde. Da sieht man gar nichts mehr. Richtig gut. Komm, ganz ehrlich, Leute. Wer kommt auf die Idee, sich da auch noch dann hinzustellen und dann noch ranzuzoomen? Keiner. Ja, keiner. Keiner wird euch da finden. Also, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, muss ich sagen, weil wir hier so ehrenlose Verstecke zeigen. Aber ganz ehrlich, das sind halt nur mal die besten Verstecke. Auf jeden Fall. Also, wenn ihr einfach nur gewinnen wollt in Hide and Seek, dann sind eventuell diese Verstecke, glaube ich, die besten. So, René, komm mal mit. Okay. Dann zeige ich jetzt mal ein Versteck, was nicht so ehrenlos ist tatsächlich. Und dafür müssen wir ins Polizeipräsidium. Ja, ich glaube, ich habe schon eine Idee, was du meinst. Ja, ist nicht komplett ehrenlos, aber... Ist schon gemein, aber nicht ehrenlos. Schaut mal, Freunde. Manchmal kommt man nicht auf die Idee, hier nach oben zu gehen. Und hier oben ist so ein Schacht. Da kann man reinspringen und sich einfach jetzt irgendwo hier verstecken. Das finde ich auch noch irgendwo okay. Weil schaut mal, Freunde, hier kann man noch drauf kommen. Ja, boah, das ist aber auch schon, das ist auch schon heftig. Vor allem, wenn man sich hier beispielsweise so ein bisschen hinlegt und vielleicht dunkle Kleidung anhat, dann sieht man die Person vielleicht auch gar nicht so sehr. Ja, das stimmt. Ja, finde ich auch sehr, sehr krass. Man muss es nur vielleicht irgendwie hinbekommen mit Teamarbeit, dass man vielleicht die Zelle wieder von innen schließt, weil dann kommt man nicht auf die Idee, dass sich jemand hier versteckt. Ja, also ich finde, da kommt man so oder so nicht direkt auf die Idee, dass sich da jemand versteckt hat. Ja. Okay, auch sehr krasses Versteck. Und für das nächste Versteck gehen wir einmal zur Bank. Ab geht's zur Bank! 50.000 Jahre später. So, wir sind jetzt hier zur Bank. Und um bei der Bank gleich zwei ehrenlose Verstecke benutzen zu können, brauchen wir eigentlich nur diese Karte hier. Die findet man hier. Also die bitte mitnehmen. Ja. Und dann gehen wir einmal nach oben. Dann kommt man hier schon durch. Oh. Und hier ist, falls man vorher hier das Ding aufgemacht hat, auch ein Bombenversteck. Wobei ich sagen muss, das Ding, das kriegt man so schnell nicht wieder zu, glaube ich. Leider nicht. Weil noch besser wäre das natürlich, wenn man es wieder zumachen kann. Aber man kann sich hier schon mal verstecken. Aber wenn ihr besonders auf Nummer sicher gehen wollt, dann geht ihr wieder raus. Ja. Und dann geht man einfach hier rein. Das ist wirklich ehrenlos. Das Versteck, das hat Ellie ja einmal schon benutzt und das war aber auch einfach ehrenlos. Ja. Ne? Also das ist eigentlich der beste Beweis, dass das Versteck wirklich... Das ist schon hart. Das ist wirklich schon hart. Und vor allem, man kann hier auch einfach noch... viel weitergehen, man kann ja einfach komplett durchgehen. Ja, vor allem kann man sich auch noch hier tatsächlich auch noch gut verstecken. Also das ist auch schon ein weiterer Lifehack oder weiteres Versteck auf jeden Fall. Ja, also hier sind wirklich so viele gute Verstecke. Ja. Ja, auf jeden Fall die Bank auch ein sehr guter Spot für ein Versteck. Ja. Hast du ansonsten noch ein Versteck? Weil ansonsten würde ich einfach weitermachen. Ja, mach ruhig weiter, René. Wo gehen wir hin? Wir machen weiter und dafür gehen wir jetzt einmal zum Krankenhaus. Das ist ein Versteck, was ehrlicherweise manche von euch auch schon kennen. Ja, aber es ist cool. Genau, wir wollen auch nochmal sicher gehen, dass alle wirklich jetzt das Versteck kennen. Genau, da bist du auch schon. Ja. Und für das nächste Versteck gehen wir nicht ins Krankenhaus rein, sondern wir gehen von außen einmal hier drauf und dann hier drauf. Und dann ist hier so ein kleines Loch und da gehen wir einfach mal durch. Ja. Und dann sieht es auf einmal schon ganz anders aus im Krankenhaus. Dann sieht es schon ganz anders aus. Hier ist so eine geile Basis. Ja, ganz genau. Aber ganz wichtig ist, hier muss man sich dann natürlich trotzdem gut verstecken, weil manche kennen den Platz auch schon. Ich weiß noch einmal, als wir halt das hier gespielt haben und Katja sich so dachte, ja, da gehe ich mal rein, da wird mich schon keiner finden. Und wir die einfach dann nach einer Sekunde erkannt haben. Ja, ehrlich, also was war das denn? Deswegen, also man muss schon so ein bisschen gucken, wo man sich ja am ehesten gut verstecken kann. Ja. Also man kann sich beispielsweise hier drunter stellen oder hier so hinterhocken. Oder man kann natürlich auch versuchen, sich unter so einem Karton zu verstecken. Das geht natürlich auch. Freunde, es gibt außerdem gibt's noch eine geheime Basis tatsächlich, aber die ist drüben bei der Tankstelle. Kennst du die Rinne? Ja, ne? Ja, die können wir aber trotzdem nochmal zeigen.
Ja, die können wir auch nochmal zeigen, weil die ist, glaube ich, auch ganz interessant. Falls es, es kann ja sein, dass Leute, falls es Leute gibt, die die noch nicht kennen. Und Freunde, falls ihr auch ein paar Verstecke habt, dann schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare, falls wir Verstecke noch nicht kennen. Ja, ganz genau. Weil Brookhaven hat so viele Secrets. Ich glaube, niemand kennt wirklich alle Secrets von Brookhaven und auch nicht alle Spots zum Verstecken in Hide and Seek. Deswegen gerne alles in die Kommentare schreiben. Naja, niemand würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht kennt Katja alle, weil Katja ist richtig Schwitzerin bei sowas. Ja, ich glaube, ja. Wobei Katja kennt vor allem alle Tukabuka Lifehacks. Ja, das stimmt auch. So, ich bin schon an der Tankstelle. Bist du auch schon? Ja, ich bin hinter dir. Kann schon reingehen. Obwohl, nee, geh mal nicht rein, falls ich nicht weiß, wo das ist. So, der Platz ist... Ah, da bist du. Ja, genau. So, der Platz ist nämlich hier an der Tankstelle. Muss man einfach hier vorgehen. Ja. Und dann ist man hier. Dann ist man in so einer geheimen Basis. Hier gibt es zwar in der Basis an sich auch nicht so viele gute Verstecke, außer hier so. Hier kann man sich auch nochmal ganz gut verstecken. Aber Hauptsache, also diese Basis an sich ist halt aber auch schon ein mega krasses Versteck. Und wenn man ganz, ganz, ganz ehrenlos sein möchte, komm her, René, dann geht man einfach hier raus. Also wenn man ganz ehrenlos sein möchte, dann geht man einfach hier raus und versteckt sich irgendwo. Oh, yo. Voll, und da, Leute, ganz ehrlich... Also ich verstehe auch gar nicht, dass es diesen Bereich hier gibt, weil auch da wird euch jemand finden. Nee. Also deswegen, genau aus diesem Grund, machen wir bei Hide and Seek immer die Regel, weil man kann ja auch noch so hochlaufen. Ja klar, und dann findet dich halt niemand, weil dann backst du dich da rum und dann, ja, wow. Ach, du bist ja auch, ja. Dann viel Spaß. Also ganz ehrlich, die Verstecke sollten wir eigentlich mal nehmen, wenn wir mit Donnie und Ellie Hide and Seek spielen. Stimmt, und dann pranken wir die einfach mal. Dann wird die Aufnahme zwar 10 Stunden lang gehen, weil die uns 10 Stunden lang suchen werden und dann immer noch nicht gefunden haben, aber wäre lustig. Ja. Wäre auf jeden Fall lustig. Ja. Aber ganz ehrlich, Leute, also wir haben euch jetzt ja viele richtig heftige Verstecke gezeigt, aber wir würden euch empfehlen, wenn ihr wirklich auch ab und zu Hide and Seek in Brookhaven spielt mit euren Freunden, benutzt besser normale Verstecke. Ich glaube, dann dann werdet ihr deutlich besser miteinander auskommen, als wenn ihr solche Verstecke benutzt, weil ihr kennt das auch von uns. Also ihr könnt euch vorstellen, was hier los wäre, wenn einer von uns wirklich sich da verstecken würde, hinter dieser Basis. Auf jeden Fall. Also ich glaube, da würden wir einfach kein Video mehr zusammen aufnehmen. Und das soll ja nicht zu unfair sein. Aber Freunde, die Verstecke fand ich alle ganz gut. Und wenn ihr noch Verstecke habt, dann schreibt sie uns auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, ob es noch weitere in Brookhaven gibt. Ja, auf jeden Fall. Schreibt das alles in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben dafür da, wenn ihr noch so mehr Videos sehen wollt, wo wir so ein bisschen über Brookhaven euch Sachen erzählen. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns beim nächsten Mal! Genau, ciao. Ciao. Ja, einmal mal ein bisschen chillen mit der Gelddruckmaschine. Geld mal wieder. Geld verhält uns, natürlich. René, spring doch mal auf den Kühlschrank und dann schauen wir nach oben. Ja, warte. Was? Wie cool ist das denn? Hey, Leute. Was geht? René hier mit... Claudio. Ganz genau. Ich dachte, vielleicht fällst du drauf rein, aber nee, du bist nicht drauf reingefallen. Nee. Ja? Hast du schon gehofft, dass ich auch sage, René hier mit? René, ja, hallo! Ich aber, nee, leider nicht. Freunde, wir haben heute für euch ganz, ganz coole Lifehacks. Beziehungsweise, es sind eigentlich eher Verstecke, oder was sagst du? Ja, beides am Ende. Beides, also ich sag mal, es sind Secrets, die vor allem krasse Verstecke sind. Und vor allem auch einfach so ein bisschen mysteriös. Das kennt ihr vielleicht von Brookhaven. Ja. Beispielsweise, wo wir gerade schon hier sind, so eine zweite Etage im Krankenhaus, die einfach so mega abgefahren ist. Und das werden wir heute noch deutlich, deutlich öfter sehen. Ja. Ich habe ja letztens schon einmal ein Lifehack oder Secret-Video mit Brookhaven gemacht. Da habe ich schon relativ viel gezeigt. Ja. Aber ich habe da in dem Video auch schon gesagt, es gibt einfach 1000 Sachen in Brookhaven. Und ich habe davon mal wieder auch so ein paar übersehen. Ja. Und die zeigen wir heute nochmal. Und weißt du was, wir sind schon hier richtig. Komm, wir kommen direkt zum ersten Lifehack. Und zwar in der Town Hall findet das Ganze statt. Und das die ist ja auch noch relativ neu. Das ist ziemlich und cool. Es war irgendwie auch klar, da muss irgendwas Verstecktes sein. Wir gehen nach oben. Die Frage ist halt nur wo. René, schau mal, siehst du hier an der Tür so einen grünen Knopf? Ja, den sehe ich. Drück den nochmal. Den drücken wir mal. So, und also dann müssen wir nochmal an und aus. Nee, den meine ich gar nicht, René. Ja, schon klar. Okay, genau, so. Und dann hier hoch. Jetzt musst du still nach oben. Da öffnet sich nämlich hier so eine Tür. Und hier befindet sich eine geheime Base. Wie cool, oder? Das ist halt echt krass. Ja, vor allem, ich finde, das Krasse ist, das ist nicht einfach nur so ein geheimer Raum, sondern es ist ja immer irgendwas ganz Komisches. Ja. Hier, was heißt komisch? Hier ist das einfach eine Gelddruckmaschine. Yes, also, hier, komm. Hier wird das Geld gedruckt, Freunde. Da können wir auch einfach mal so machen. Wir haben ja jetzt genug Geld. Ganz genau, wir haben genug Geld. Und Freunde, wie cool ist das bitte denn, dass einfach hier das Geld zum Drucken ist, also als... Wirklich. Und Freunde, schreibt auf jeden Fall die Kommentare, wusstet ihr das schon? Also wir beide wussten das nicht. Nee, also ich glaube, das ist auch noch relativ unbekannt, weil ganz ehrlich, es gibt ja so ein paar Secrets, da kommt man vielleicht noch drauf. Ja. Beim Krankenhaus, finde ich, kommt man da noch relativ schnell drauf, dass so eine zweite Etage ist. Ganz ehrlich? Aber hier findet man das noch nicht. René. Also, wer findet denn da bitte diesen grünen Knopf? Niemand. René, Ehrenkodex beim nächsten Heidensieg. Verraten wir nicht, wo wir sind, aber wir wissen beide, wo wir uns schon verstecken werden, oder? Ja, Mann. Das ist so gut.
Und dann kann Katja uns schön lange suchen. Ich hoffe, Katja kennt den Lifehack nicht, aber Donny und Ellie werden den Lifehack bestimmt nicht kennen. Aber ja, das ist schon ziemlich cool. Und ja, leider kann man nicht noch mehr hier machen, aber ich finde das Ganze schon ziemlich cool, weil, ja, einfach hier mal zu chillen ist schon ziemlich cool. Ja, aber ein bisschen chillen mit der Gelddruckmaschine. Ja, mit dem Geld einfach. Jetzt habt ihr so viel Geld, wie ihr wollt. Also könnt ihr auch die ganze Zeit hier Geld abholen. Wenn es mal bei euch nicht läuft, dann geht einfach immer hier hoch und dann, ja. Die Frage und ist, das Praktische ist, ja. Ganz ja, einfach. Gar nicht mehr. Nee, ganz man kann hier wieder den Knopf drücken. Ja. Vor allem das Gute ist, mit dem Knopf hier drin, jetzt mal rein eingenommen, man versteckt sich hier, ja, kann man das Ding auch direkt zumachen. Ja, das ist oder richtig. Oder halt aufmachen. Gut. Schau mal hier. Ich ja, kann mich selbst hier verstecken. Ich kann mich selbst hier verstecken, also das ist ja richtig gut. Ja, und wie gesagt, also man muss erstmal drauf kommen, dass hier so ein grüner Knopf ist. Weil selbst wenn man den so auf, so im Augenwinkel ja, ganz zufällig sieht, du denkst ja nicht jetzt erstmal nicht direkt dann drin zu drücken. Ja, auf jeden Fall. Richtig, richtig cooles Versteck. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zum nächsten Secret. Ja, wir müssen wieder hin, René. Wir müssen dafür einmal zu einem besonderen Haus oder zu einem bestimmten Haus, was wir uns selber bauen werden. Und zwar ein Haus, was man relativ häufig nicht hat. Wir bauen das jetzt mal hier vorne. Ja, bin mal gespannt. So, und zwar der zweite Leitwerk hat das was mit einem Haus zu tun. Ja, und zwar dieses Haus hier. Also das ist dieser Bunker, sag ich mal, dieser Bungalow, ja, cool, der so relativ flach ist. Und da wartet auch ein Geheimraum auf uns. Oh, vielleicht kennen schon manche, aber das trifft sich gut drin. Ich habe später auch noch einen Geheimraum, aber dazu komme ich später. Ja. Ich habe auch noch einen, also keinen geheimen Raum, aber zum Abschluss habe ich auch noch einen geheimen Versteck in der Ecke, okay, wo wir hier sind. So, wir gehen hier mal durch. Okay. So, und dann sind wir jetzt hier in der unteren Etage. Ich finde das Haus eigentlich auch ganz cool. Hat sogar auch hier so noch so eine untere Etage. Ja. Hier sind so künstliche Pflanzen und so weiter. Aber für den geheimen Raum müssen wir einmal nach oben gehen. Nach und oben? Zwar, okay, ja, zum Wohnzimmer. Und zwar hier ja, hinter. Hier ist ein Wohnzimmer. Okay, setz ich jetzt hin. Ja. Ja, kurz zurück. Komm mal hinter den Fernseher. Ja, das ist kein gutes Versteck, René. Wow, hinterm Fernseher. Ja. Warte. Wir drücken ja jetzt hier einmal den gelben Knopf. Warte, was? Und dann fliegt. Ja. Was? Und dann fliegt man schon fast nach unten. Wie cool ist das denn? Und hier ist einfach so ein Geheimraum mit Geld mal wieder. Gefällt uns natürlich. Warte, kann man sich hier noch oben verstecken? Das wäre es ja noch. Ich glaube, so ein kleines bisschen, wenn man sich dunkle Klamotten anzieht und sich da so schön versteckt, boah, dann kann man sich da jetzt recht gut verstecken. Jo, stell mal vor, man versteckt sich gut. Ja, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ey, ganz ehrlich, wir sind bei den nächsten beiden Seeks einfach so im Vorteil. Oh ja. Das ist ja richtig krass. Ey, das ist schon echt auch ein sehr krasses Versteck. Aber das ist richtig tückisch, weil wie soll denn jemand bitte drauf kommen, dass man hinten auf den Knopf, weil vor allem, weil schau mal, René, komm mal mit raus, es sieht ja nicht aus wie ein Knopf. Kann man hoch und nehmen? Ja. Ne, wir müssen jetzt einmal wieder hier den Knopf drücken. So, jetzt geht's wieder nach oben. Ja, also erstmal ist es echt schwierig, dahinter zu kriechen, ne? Und zweitens, ja genau, das leuchtet ja nicht. Das ist ja kein leuchtender grüner Knopf. Das ist ja einfach nur so ein gelbes Ding. Ey, richtig, richtig cool. Ja, also finde ich auch sehr krass. Das ist das Schöne an Brookhaven. Es ist einfach wirklich in jedem einzelnen Haus irgendein Secret. Irgendein Secret, das ist richtig cool. Hast du noch ein Versteck hier oder sollen wir erstmal weg? Nee, von mir aus kannst du gerne weitermachen. So, weißt du was, René? Wir gehen auch direkt auch rüber. Nämlich habe ich. Gehen wir bei mir ein Versteck. Also gehen wir zum nächsten Lifehack. Auch zu den Häusern. Warte, ich geh mal dahin. So. Ich spring mal dahin, dann bin ich schon direkt da. Kannst du mir hinterher springen? Ja. Sekunde. Haus Nummer 11 ist das. Okay. So, für Haus Nummer 11, dann braucht ihr dieses Haus hier. Das ist dieses Playground-Haus. Ja, das, sieht ziemlich gut aus, oder? Das ist halt so ein Playground-Haus. Kann man nicht spielen. So ein Kindergartenhaus. Ja, wir passen zu einem Kind, genau. So, wir gehen erstmal rein. Und zwar, das Ganze ist doch ziemlich cool, oder René, das hier? Guck mal, boah, wie cool. Ja, ich meine, hier könnte man sich doch gut verstecken, oder? Ja, das macht eigentlich mega Spaß. Das sieht ja irgendwie aus so ein bisschen wie so ein Freizeitpark für Kinder. Ja. Wie so ein. Da fehlt eigentlich nur noch so ein Bällebad, aber das kannst du bestimmt auch schon. Ja, genau, hier kann man sich ganz gut oben verstecken. Weißt du was, René? Komm mal wieder mit nach unten. Wir treffen uns wieder unten. Ja, ich bin auf dem Weg, So, guck mal hier. So, ja, das ist ja mega unübersichtlich. Hier müssen wir eigentlich auch mal Hide and Seek spielen. Ja, auf jeden Fall kommen. Aber ich habe so ein Gefühl, jetzt kommt ein Versteck, wo man besonders gut Hide and Seek spielen kann. Ja, das Versteck befindet sich auch hier. Folgt mir einfach, René. Du musst mir einfach langsam folgen. Ja. So, siehst du hier? Und jetzt folgt mir einfach noch. Ja. What? 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 Ja, hier unten ist der Tresorraum. Oh, Geld. Wie cool, oder? Wieder mit. Lass mein Geld in Ruhe. Krass. Vor allem, ganz ehrlich, da kommt niemand einfach drauf. Nein. Also, nein. Das ist wirklich so. Ja, das ist schon wirklich irre. Kommt doch ganz einfach wieder hoch. Vor allem auch, wer. Ja, guck mal, die Leute, also Donny, Ellie und Katja werden hier einfach vorbeilaufen. Die werden niemals hier laufen. Die werden sagen, hey, was sollen wir hier machen? Weißt du? Wir wissen natürlich, die werden wahrscheinlich auch nicht unser Video gucken oder so. Ich meine, wir kennen die ja. Das heißt, sie werden auch 100% dann das Secret nicht kennen. Ja, aber das heißt, wir machen dann demnächst mal bei einem Crew-Video Team Hide and Seek. Wir beide gegen die drei verstecken. Wow, cool. Und dann sagen die drei natürlich so: Ja, wir finden euch natürlich direkt. Nee. Und dann.
aber ein gutes Versteck. So, komm mal mit, wir gehen mal eben in die Küche. So, dafür müssen wir. Schau mal hier. Ja. Ich meine, hier kann man sich nicht so gut verstecken, oder? Nee, eigentlich nicht. René, spring doch mal auf den Kühlschrank. Okay. Und dann schau mal nach oben. Ja, warte. Irgendwie. Ja. Ja, schau mal hier drüben. Hier gibt es Candies. Siehst du's? Wow, yo. Und plus, zusätzlich kann ich es doch verstecken. Aber Candies auch noch. Ja, aber ich finde vor allem das auch als Versteck einfach krass. Weil da kommt man auch niemals drauf, dass man da sich verstecken kann. Nee, glaube ich auch nicht. Aber da gibt es einfach gratis Candies rum. Und Freunde, wie ganz ehrlich, wie cool sind das? Also das sind richtig coole Orte, wo man sich verstecken kann. Natürlich gibt es in dem Haus doch mehr Orte, wo man sich verstecken kann. Wenn ihr auf jeden Fall noch Orte kennt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Was sagst du, René? Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, wir machen zum Abschluss. Also ich habe noch ein einzelnes Versteck. Das ist vielleicht jetzt nicht so krass wie die anderen, aber ist vielleicht ein kleines Versteck. Dann let's go, weil dann hat jeder zwei Verstecke jeweils gezeigt. Freunde, schreibt uns mal bitte in die Kommentare, aber pssst, unter uns behalten, wo gibt's noch mehr Secrets, wo gibt's noch mehr Verstecke? Schreibt gerne in die Kommentare. Wir werden 100 Pro auch noch nicht alle gesehen haben. Ja, deswegen, auf jeden Fall. Gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, das dauert ein paar Sekunden, bis wir bei dem Versteck sind. Aber wir sehen uns gleich wieder. So, und wir sind jetzt auch schon hier. Und zwar sind wir in der Kirche. In der Kirche, okay. In der Kirche, ja. In der Kirche gibt es auch einige Secrets. Die habe ich zum Teil auch schon beim letzten Mal gezeigt. Und für das, aber wir machen ja vor allem auch Secrets, wo man sich verstecken kann, gut. Und für dieses Secret, wo man sich gut verstecken kann, müssen wir hier einmal hier drauf gehen. Ja. Und dann ist hier, dieser Sarg. Und da müssen wir einmal anwählen, dass man sich hinlegen kann. So, nein, oh, wie gut ist das denn? Du kannst da drin verstecken. Man kann sich einfach drin verstecken. Also, was? Das klappt also gerade nicht so gut, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Man kann sich, wenn man so ein bisschen, ich meine, ihr kennt das, manchmal muss man so ein bisschen hin und her testen, dass man da genau zu sehen ist. Aber das ist natürlich jetzt nicht so gut wie die anderen Verstecke. Aber es ist immerhin ein cooles, trotzdem cooles Versteck. Ja, ganz genau. Wie gesagt, es geht in die richtige Richtung. Ja. Man wird dann automatisch immer so ein bisschen da mit dem Kopf so rausgeworfen. Ja, aber an sich kann man sich da relativ gut verstecken. Aber es ist trotzdem ein gutes Versteck, René. Genau, aber das war jetzt auch nur noch so ein kleines Extra, weil eigentlich waren die ersten drei Verstecke, die wir jetzt hatten, schon so die krassesten. Deswegen würde ich sagen, schreibt gerne in die Kommentare, welches der Verstecke ihr am besten fandet. Ja. Ob ihr noch mehr haben wollt. Oder machen wir das natürlich? Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen: Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.